Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zauberfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt. Wir wollen heute weitergehen. In der Höhle der Spinnen. was stimmt mit dir? Ich glaube, irgendwas ist hier nicht richtig. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Irgendwie hat er gerade einen kleinen... Noch mehr Spinnen? Wie können wir Richard Jack wieder... So, so macht man das. Beine sind einfach zu viel. Ja. Oh, Riesenspinne. Ah. Oh. Wir sollten uns heilen. Eieiei, die sind ja riesig. Nee, nee, Freunde, nicht mit mir. Wir haben keinen Heiltrank mehr. Vielleicht finden wir hier unterwegs noch einen. Hinfort mit euch! Na, oh, der ist noch. Nicht mit mir, du! Wir haben es gleich geschafft. Eine noch. Die kleine Gemeine. Mach's gut, Monster. Seit Jack Dor hier war. Unsere Lebensanzeige ist schon hart gefährlich gewesen. Ich muss mal ganz kurz was umstellen. Ich habe hier nämlich vorhin mal was probiert, aber ich möchte mal die Grafikkarte ein bisschen quälen, aber das war eben schon sehr schwammig. Da habe ich noch nicht das Feintuning raus. Irgendwas haben wir. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Revelio. Von oben vielleicht? Ah, guck mal. Da. Ja.
So und nicht anders, meine lieben Freunde der Sonne. Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Öl für unseren Mikrofonständer. Ja, jetzt läuft ein Ticken besser jetzt. Ich muss näher an Jektors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Gegner, und wir haben nicht einen einzigen Zaubertrank, ne? Da ist Jektor, so tot wie eh und je. Hier ist sie. Aber wir haben die zwei Seiten. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Natürlich sind hier noch Gegner. Erstmal die Münzen sammeln, das ist wichtig. Ich habe nur gehofft, dass in den Truhen. Das sind echt viele. Oh. Oh, wir sind schon wieder fast tot gleich. Haben wir die Möglichkeit, uns noch kurz aufzuladen? Natürlich nicht. Ah, Mann. So ganz ohne Zaubertränke, das ist echt mies. Bei den Spinnen hat es eben so gut geklappt. Habt ihr das gesehen? So wenig. Ja. Warte, haben wir nicht hier eben die Ausrüstung gekriegt? Nein, leider nicht. So, volle Konzentration. So, die drei noch, die drei Freunde hier. Zwei. Oh, die sind ganz schön mächtig. Ja, die sind ein bisschen größer. Ah. So, einen noch. Komm, das schaffen wir. Einmal hier ausziehen hier. Oh. Ein Hit noch. Ja, wir haben es geschafft. Wieder mit, ich glaube, ein HP.
Das ist. Also, wir müssen uns unbedingt. Ja. Ein paar Zaubertränke besorgen. Aber ich möchte erstmal alles einsammeln hier. Bevor wir weitergehen. Schuluniform mit Schottenmusterweste. Oha. Ausrüstung ist voll. Warum? Den brauchen. So, ganz kurz hier kaputt machen. Das Schöne ist ja, das Aussehen behalten wir bei denen. Ja, bringt nicht viel, ne? Wie siehst du dann aus? Ja, ist okay. So, jetzt sollten wir wieder ein bisschen Platz haben. Ich weiß, dass man durch die Merlins Prüfung bekommt man mehr Inventarplatz. Rebellion. Wir sind heute dabei, so ein bisschen. So. Ich hoffe, jetzt schmiert das nicht mehr ganz so doll. Das sieht besser aus. Wir warten mal gleich, wenn wir wieder mitten im Kampf sind. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Revelio. Oh oh. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich liebe ja Schnorcheln, aber so ganz Wasser, unter Wasser, das ist nicht so mein Ding. Das muss ich ehrlich. Ich hoffe, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Zugeben. Bin ich hier? Ja, wie schön. Kann das sein? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt.
Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okidoki, deine Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte im Talentmenü. Jawoll, ja. Oh, jetzt ist die Frage, ne? Ab Stufe 5 haben wir Talentpunkte. Die sind nämlich, die kann man nur einmal vergeben. Ich mag ja dunkle Künste, ne? Das gucke ich mir in Ruhe mal an. Schleichen? Gegner können dich schlechter entdecken. Ah, das ist nicht so menschlich, ja. Du kannst sprinten während... Nee, das bringt mir gar nichts. Raum der Wünsche. Ah, hier können wir Tränke dann. Jo, wie cool. Tschüss. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Aber ich glaube, wir haben die Einstellung für die Grafikkarte jetzt richtig gewählt. Hoffe ich zumindest. Wenn sich hier jemand davon auskennt, könnt ihr mir gerne mal die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? In die Kommentare schreiben, ob ich das so richtig eingestellt habe. Da habe ich noch nicht so den Kniff raus. So. Okay, das ist hier gleich um die Ecke. Revelio. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Hey, ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Accio. Na, keine Chance abzuhauen. Ist eine dicke Truhe. Da kommen wir nicht rein. Vielleicht kriegen wir das gleich hin, ich muss mal gucken. Das hatte ich jetzt in der Kürze nicht. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Okay. Okay. Such den Flugunterricht. Oh! Juhu! Das machen wir. Haben wir da draußen schon irgendwo? Ah, nee, müssen wir. Aber okay. Da freue ich mich drauf. Wir können wie so eine alte Hexe auf dem Besen. Besenflugstunde. Das heißt, wir können außerhalb von Hogwarts auch. Oh, guck mal hier. Revelio. Der schlafenden Drachen, das Motto von Hogwarts, Drago Dominus Nonquam, bedeutet, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Ja, das sollte man unter keinen Umständen. Ne? Das ist wie zu Hause, den schlafenden Drachen wecken. Das sollte man nicht tun. Komm schon, Annabelle, es ist so lange her.
Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Sag ich dir nicht. Sei nicht so neugierig. Wollen wir im Dunkeln fliegen lernen? Weiß nicht, ob das so cool ist. Ah, wir müssen eh warten, bis der Unterricht neu ist. Und dann fangen wir an. Jawohl. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Läuft bald. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Meinst du damit den Schneidersitz? Oder? Oder wisst ihr, was ein Damensitz ist? Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Yeah, wir fliegen! Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Können wir auch schneller fliegen? Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Didiou. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ah, ist ein bisschen umständlich mit der Steuerung, weil auf STRG. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Auf STRG geht man runter und auf der Leertaste geht man wieder hoch. Bisschen umständlich. Ich hoffe, wir können gleich noch ein bisschen uns umschauen, nachdem wir hier das Tutorial für den Besen durchgemacht haben. Aber doch, macht Spaß. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, selbstverständlich. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Klopp. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre?
Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Wenn das mal nicht Ärger gibt von unser. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ein bisschen Gas hier. Oh. Toll über den Dingen zu schweben, oder? Oh, ist schon cool, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich wollte ja mehr Platz. Wie kann der Bullet so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das ist Oha. Schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Oh, wie cool, diese Stimmung. Oh, diese Musik. Die Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Da muss ich unter durch. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Wo ist er? Das ist eine tolle Führung, Everett. Quidditch-Feld. Ja. Da geht mir schon einer ein bisschen ab. Oh, runter. Unten haben wir sogar eine Boost-Anzeige. Geil. Mach richtig Bock. Wo waren Sie beide? Oh, hallo Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug. Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Schon ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche hier. Erstmal meckern. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Das, meine lieben Freunde, werden wir in der nächsten Folge machen. Uns den Besen besorgen. Ich hoffe, wir können uns den auch leisten. Ein bisschen Geld haben wir ja mittlerweile. Taler, was auch immer. Ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.